für den Julius bei uns hat höchste Priorität, dass er ernst genommen wird, ja, vollwertig genommen wird. Und ob es am Gemüseschneiden ist oder viele Kleinigkeiten, die du erledigst, oder auch ganz feine, filigrane Kräuterarbeiten, die jetzt anfallen, da bist du so verlässlich. Vor allem für diese Handgriffe kriegt man auch niemanden am Markt. Und auch wenn es Themen gibt, die verfehlt werden, oder es gibt einmal Produktionen, die nicht so gut sind, man sagt, du Julius, jetzt packen wir es noch einmal an. Und es ist sehr, sehr wertvoll, finde ich, weil auch die Mitarbeiter in der Küche das ganze Team mitkriegt, hoppla, Fehler sind ja auch ganz normal, daraus können wir alle miteinander lernen. Und das hat uns in den letzten Jahren sehr weit gebracht.